Wissen ist Macht, heißt es. Und dieses Wissen wird in unseren Schulen vermittelt. Wie Schüler in polytechnischen Schulen aufs Berufsleben vorbereitet werden, zeigt das Beispiel Altenmarkt. Dort wurde jetzt das 40-jährige Bestehen gefeiert. Die polytechnischen Schulen, damals bekannt unter dem Begriff polytechnischer Lehrgang, haben sich seit ihrer Gründung wesentlich verändert. Als 9. Pflichtschuljahr gedacht, konnten sie den Ansprüchen als berufsvorbereitendes Jahr nicht gerecht werden. Damit verbunden folgte eine soziale Abwertung. Doch heute sieht das ganz anders aus. Die polytechnische Schule ist heute vor allem, was die Berufsvorbereitung, was die Berufsgrundbildung betrifft, eine sehr moderne Schule. Wir haben insgesamt an der Schule 7 Fachbereiche anzubieten, die die Schüler wählen können. Die Fachbereiche sind Handel, Büro, Tourismus und Dienstleistungen und im handwerklichen Bereich Holz, Bau, Metall und Elektro. Am Beginn des Schuljahres entscheiden sich die Schüler für eine Fachrichtung. Sollten sie aus welchen Gründen auch immer damit nicht klarkommen, ist ein Wechsel möglich. Von den einzelnen Fachgruppen wurden unter Zusammenarbeit schon einige Projekte erstellt, wie zum Beispiel dieser Pizzaofen. Hier entsteht eine neue Schmiede. Aber auch sozial sind die Schüler engagiert. So gab es das Projekt Jugend trifft Junggebliebene. Mir ist es ja wichtig, dass ich meinen Unterricht Theorie mit der Praxis verbinde. Und durch Zufall hat sich das ergeben, dass ich mit dem Seniorenheim in Altenmarkt zusammenarbeiten habe können. Und eine große Hilfe war mir da die Frau Resi Huber, ist Seniorenanimateurin und die ist mir da mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und ja, so bin ich dann mit meinen Schülern, die habe ich vorbereitet, dann ins Seniorenheim immer gegangen und bei den Treffen haben wir miteinander gebastelt und gesungen und manchmal auch was gebacken. Und diese Erlebnisse waren für die Schüler sehr wichtig und sie haben viel über die Senioren erfahren, wie sie früher gelebt haben. Als Höhepunkt der 40-Jahr-Feier der Polytechnischen Schule Altenmarkt gab es einen Festakt mit Schülern, Eltern, Lehrern und Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Direktor Kreuzer präsentierte die Geschichte der Schule und in einer Gesprächsrunde kamen ehemalige Schüler, auch jene der ersten Stunde, zu Wort. Zusammenfassend kann gesagt werden, der Wert dieses Schultypes ist nicht zu unterschätzen, denn genau da passiert das, was junge Leute ganz notwendig brauchen, Berufsvorbereitung, Berufsinformation, die ersten Schritte sozusagen in die Wege einzuleiten, die sie dann gehen werden, egal ob im Handel oder in der Dienstleistung oder im Gewerbe. Und ich glaube, dass gerade dieses 9. Schuljahr enorm wichtig ist für die jungen Leute und ich bin wirklich sehr beeindruckt und begeistert, mit welchem Engagement, mit welcher Hingabe die Lehrerinnen und Lehrer an der Polytechnischen Schule sich um ihre Schützlinge, um ihre Kinder, um die Jugendlichen kümmern. Und die haben ein großartiges Fest hingelegt heute. Die Polytechnische Schule ist enorm wichtig. Hier wird ganz Hervorragendes geleistet für die Orientierung von jungen Menschen. Eine solide Ausbildung zur Vorbereitung für die Lehre, für das duale Ausbildungssystem, wo in den verschiedenen Fachbereichen ja wirklich ganz, ganz solide schon vorbereitet wird, dass man wirklich in den Handwerkberuf, in die Facharbeit auch gut ausgebildete junge Menschen bringen. Was ihren Beruf angeht, haben die Jugendlichen sehr konkrete Vorstellungen. Ja, ich gehe jetzt in den Fachbereich Tourismus. Ich möchte gern Koch werden. Ich habe schon eine fixe Lehrstelle beim Hotel Schatten in Altenmarkt. Also ich gehe jetzt ins Fachbereich Dienstleister und ich weiß schon, was ich werden möchte, und zwar Friseurin. Ich habe schon einen fixen Lehrplatz beim Stürmeier in Altenmarkt. Mit einer soliden Berufsausbildung und der entsprechenden Vorbereitung werden künftig unsere Jugendlichen festen Boden unter ihren Füßen haben.